Freunde, ich bin in San Francisco. Eine Stadt, die mich wirklich schon seit meiner Kindheit irgendwie begleitet, obwohl ich noch kein einziges Mal hier gewesen bin. Ganze Songs wurden über diese Stadt geschrieben, ganze Filme und Serien spielen hier und eine, die fällt mir als allererstes ein. Richtig, Full House. 1987 war das. Da lief die erste Folge von Full House über die amerikanischen Fernsehbildschirme. Später wurde die Produktion auch ein absoluter Dauerbrenner im Nachmittagsprogramm der deutschen Privatsender. Full House erzählt die Geschichte von Danny Tanner, der seine Ehefrau Pam verliert und dann plötzlich alleinerziehender Vater von drei Töchtern ist. Unterstützung bei der Erziehung bekommt er von seinem Schwager Jesse und seinem besten Freund Joey. Ja, und das Chaos beginnt. Das Besondere an dieser Serie Full House ist ja, alle Szenen, die ihr dort seht, wurden in einem Studio gefilmt, also nicht wirklich im Ortsbild von San Francisco. Aber wie ihr vielleicht wisst, hat diese Serie ja ein ganz berühmtes Intro und da ist ziemlich viel von San Francisco zu sehen. Zeit für eine neue Filmsafari, Zeit für eine Sightseeing-Tour durch San Francisco und mal schauen, ob wir die berühmten Szenen wiederfinden. Hi, ich bin Matthias und auf meinem YouTube-Kanal zeige ich euch regelmäßig die Drehorte bekannter Filme und Serien. Wenn euch gefällt, was ihr seht, dann abonniert gerne meinen Kanal. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann abonniert mich bei Patreon oder werdet Kanalmitglied hier auf YouTube. Dann bekommt ihr exklusive Inhalte und neue Videos vor allen anderen. Aber jetzt geht's erstmal los mit dem neuen Video. Falls ihr euch jetzt gerade dachtet, oh, das ist aber ein interessantes San Francisco, durch das er da gerade durchfährt. Ja, ich bin noch gar nicht in San Francisco. Ich hänge tatsächlich immer noch in Los Angeles fest und das hat auch einen bestimmten Grund. Tatsächlich wurde nämlich eine einzige Szene aus dem Full House Intro gar nicht in San Francisco gedreht, sondern eben in Los Angeles. Und ich kann mir nicht erklären, wie das zustande gekommen ist, denn es handelt sich nur um eine Szene, wo die Protagonisten eine grüne Wiese runterlaufen. Der einzige Grund, den ich mir erklären kann, ist, dass es in San Francisco keine grünen Wiesen gibt. Keine Ahnung. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, es ist diese Szene, wo die so ein bisschen Fußball spielen in so einem Park. Michelle sitzt da auf dem Boden, irgendeiner der Jungs quatscht eine Frau an, vor so Bäumen und so. Ja, all das wurde im Griffith Park in Los Angeles gedreht, der Ort, an dem ich gerade angekommen bin. Schauen wir uns auch mal die Location an. Ja, und wenn wir nur ein paar Meter in den Park hineinlaufen, dann stoßen wir direkt neben einem großen Spielplatz auf eine große grüne Wiese. Eine Wiese, die so einen leichten Abhang hat. Genau den Abhang, den man auch sieht im Intro der Serie Full House. Schaut mal hier. Das wurde, zumindest Pi mal Daumen, ungefähr von dieser Stelle hier gefilmt. Wir sehen das, weil da nämlich rechts auf der Seite so eine Hütte steht, von der wir in der Serie noch die Spitze sehen. So sieht die in der Realität aus. Ja, und auch sonst sehen wir, dass sich hier nicht allzu viel geändert hat, bis auf natürlich die Vegetation. Und was wir auch sehen können, ist, dass hier so eine Stromleitung über diesen Park führt. Die sieht man jetzt in der Serie in der Form nicht. Und auch dieses Areal sieht man in der Serie. Da ist so ein Baumensemble. Darunter stehen Tische und Bänke zum Verweilen. Auch das existiert hier noch in der Realität. Allerdings kann ich es leider nicht aus dieser richtigen Perspektive filmen, weil da gerade Baumarbeiten stattfinden. Da steht jetzt leider dummerweise der Bulli davor. Aber wir sehen da hinten noch diesen sehr interessant geformten Baum, der so schräg von unten nach oben wächst, den sieht man tatsächlich auch in der Serie. Guckt euch das mal an. Der ist immer noch da. Faszinierend, oder? Ja, und auch die ganzen Tische und Bänke, die man in der Serie sieht, ja, die stehen immer noch hier unter diesen Bäumen drunter. Vielleicht noch ein paar Fun Facts zum Griffith Park, falls ihr auf eurer nächsten
Full House Party mit unnützem Wissen angeben möchtet. Der Park ist einer der größten Stadtparks Nordamerikas, 17 Quadratkilometer groß. Hier befinden sich einige sehr bekannte Wahrzeichen von Los Angeles, unter anderem das Griffith Observatorium. Gegründet wurde der Park 1882 von Colonel Griffith, damals zunächst als Straußenfarm, und über die Jahre wurden dann immer neue Dinge dazu gebaut. Colonel Griffith war, um es mal vornehm auszudrücken, ein schwieriger Zeitgenosse, um nicht zu sagen ein absolutes Arschloch. Er saß unter anderem wegen schwerer Körperverletzungen im Knast, weil er nämlich seine Frau angeschossen hat, die glücklicherweise überlebte, allerdings sehr schwer verletzt. Und nach diesem Vorfall hat sich die Stadt Los Angeles geweigert, weiter mit Griffith zusammenzuarbeiten, und seine Baupläne für diesen Griffith Park lagen dann erstmal auf Eis. Als er dann gestorben ist allerdings, wurden seine Pläne nach und nach verwirklicht, und so ist dann eben auch dieser große grüne Park entstanden, wie wir ihn heute kennen, und auch heute trägt er noch den Namen seines Gründers. So, das war es aus dem Griffith Park, und das war jetzt auch tatsächlich meine allerletzte Station hier aus Los Angeles. Jetzt geht es tatsächlich hoch nach San Francisco. Das bedeutet eine fast 7-stündige Autofahrt, die ich allerdings in 2 Etappen machen werde. Ja, ich habe mir auf der Mitte ein Hotelzimmer genommen, und ich würde sagen, packen wir es, auf nach San Francisco. Freunde, ich bin angekommen in meinem mal wieder sehr rustikalen Motel in San Francisco, nachdem ich kilometerweit durch irgendwelche Wüsten und Steppen gefahren bin. Mann. die Fahrt hierhin hat einen sehr guten Eindruck von San Francisco vermittelt. Also diese Stadt ist wirklich wunderschön. Ich war hier auch gerade schon mal was essen. Also es ist wirklich ganz niedlich. Also fast so ein kleines bisschen dörflich, obwohl das eine riesengroße Großstadt ist. Ja, hat mir wirklich richtig gut gefallen. Und das Beste, es ist nicht mehr 40 Grad. Oh, es ist ganze 20 Grad kühler. Wunderschöne 22 Grad sind es jetzt hier in San Francisco. Ist sehr viel besser aushaltbar. Und mal gucken, ob sich dieser positive Eindruck auch bestätigt, wenn wir jetzt unsere kleine Drehorttour fortsetzen hier in San Francisco. Auf geht's! Was könnte wohl unsere erste Station auf unserer kleinen Sightseeing-Tour durch San Francisco sein? Natürlich, es ist das Wahrzeichen der Stadt, die Golden Gate Bridge, die auch im Full House-Intro ganz am Anfang direkt zu sehen ist. Ich befinde mich jetzt hier am Golden Gate Vista Point. Das ist offenbar der beste Aussichtspunkt, um die Brücke in ihrer vollen Pracht zu sehen. Eine Sache allerdings habe ich nicht bedacht. Es ist heute sehr nebelig und man sieht eigentlich nur die halbe Brücke. Egal, schön ist sie trotzdem. Ich muss es euch wahrscheinlich nicht erzählen, aber die Golden Gate Bridge ist nicht irgendeine Brücke. Sie ist so bedeutsam für die Stadt, aber auch letztendlich für die Welt, dass sie seit 1995 neben Bauwerken wie dem Empire State Building, dem Eurotunnel oder dem Panama-Kanal auf der Liste der Weltwunder steht. Erbaut wurde die Golden Gate Bridge 1937. Damals war sie mit 1280 Metern die längste Hängebrücke der Welt und wurde erst 27 Jahre später durch die Verrazano Narrows Bridge in New York abgelöst. Ikonisch ist insbesondere ihre rote Farbe. Ursprünglich sollte sie eigentlich ganz normal grau gestrichen werden. Den Anwohnerinnen und Anwohnern gefiel die Rostschutzfarbe aber so gut, dass sie blieb, weil sie auch so wunderbar zu den Bergen drumherum passt.
Die Geschichte dieser Brücke kann man sich an diesem Aussichtspunkt genauer anschauen. Da gibt es viele Informationen zum Bau. Dieser war damals eine enorme Herausforderung, unter anderem, weil die Fundamente in einer Meerenge abgesenkt werden mussten, die von starken Strömungen geprägt ist. Es kam auch durchaus zu Zwischenfällen, insbesondere im Jahr 1937. Da kamen bei einem Bauunfall an der Brücke 10 Menschen ums Leben. Heute ist die Golden Gate Bridge absolutes Wahrzeichen der Stadt San Francisco. 120.000 Autos fahren täglich über dieses historische Bauwerk. Und wenn wir uns erinnern, dann wissen wir, auch die Tanner-Familie hat das damals getan, 1987 im Intro der Serie Full House. Zeit für unsere nächste Station. Ich bin angekommen an der Fisherman's Wharf. Dieses berühmte Logo da, das ist auch in der Serie zu sehen. Und an diesem Restaurant da, Guardinos, da läuft die Tanner-Familie entlang, als sie zum Angeln geht. Schauen wir mal, ob wir die Szenen wiederfinden. Ja, haben wir gefunden, würde ich sagen. Das hier ist die Szene, die wir alle aus der Serie kennen. Danny Tanner geht mit seinen beiden Mädels zum Fischen und das wurde von hier gefilmt. Schaut mal da, das Guardinos ist immer noch im Hintergrund zu sehen und es hat auch immer noch dieses rote Vordach, genauso wie damals in der Serie. Es hat sich wirklich erstaunlich wenig getan. Die Auslage vor dem Restaurant sieht ein kleines bisschen anders aus mittlerweile. Da ist jetzt irgendwie rechts so ein bisschen zu. Das war damals offenbar ein bisschen anders. Und auch diese Pöller mit der Kette, vor denen die ganze Family da steht, die sind heute auch nicht mehr da. Da ist jetzt so ein Feuerhydrant. Aber diese Pöller mit der Kette, diese Absperrung, die ist heute nicht mehr auf der anderen Straßenseite. Ja, ansonsten ist das hier übrigens eine absolute Fischmeile, würde ich was sagen. Also wer Fisch mag, ich tue es leider nicht, der kann sich hier, wenn er möchte, den ganzen Tag durchfressen. Neben dem Guardinos ist auch noch die Crab Station und danach geht es dann mit hunderten weiteren Buden weiter. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Hier der Vollständigkeit halber noch ein kleiner Schwenk nach rechts. Hier sehen wir, dass neben dem Guardinos, da wo jetzt die Crab Station ist, offenbar noch so eine offene Halle oder irgendwie sowas gewesen ist. Das sah damals noch ein kleines bisschen anders aus. Heute ist da dieser grüne Vorbau der Krabbenstation. Ja, und auch auf dieses wunderbar historische Schild werfen wir noch einen Blick. Das muss von hier gefilmt worden sein. Und wenn dem so ist, dann hat sich auf jeden Fall an den Gebäuden ein bisschen was geändert. Schaut mal da in der Serie, da sehen wir noch so ein etwas älteres Gebäude, auf dem Tokyo Sukiya steht. Das scheint heute hier nicht mehr zu existieren. Wenn ich mich mal hier so umgucke, nee. Ein Gebäude wie das steht hier heute rund um diese Säule nicht mehr. Die Fisherman's Wharf, also dieses ganze Hafenviertel hier, wurde übrigens um 1900 gegründet durch die Ansiedlung italienischer Fischer, die sich hier niedergelassen haben. Seit den 50er Jahren ist das hier mehr oder weniger ein Touristengebiet und verzeichnet mittlerweile sogar mehr Besucher als die Golden Gate Bridge. Hier gibt es eine Menge Attraktionen, zum Beispiel das Pier 39. Das ist so eine Bootsanlegestelle mit ganz vielen Souvenirläden und so weiter. Es gibt ein Wachsfigurenmuseum, es gibt eine alte Schokoladenfabrik und so weiter und so fort. Also hier kann man schon den ganzen Tag ein bisschen was erleben, wenn man denn möchte. Einen Ort habe ich leider bislang nicht gefunden und das ist der Ort, an dem die Tanner-Familie angeln geht. Das Ganze wurde auf so einem kleinen Steg gefilmt. Ich laufe jetzt hier nochmal um das Gebäude rum. Okay, hier sind tatsächlich so kleine Stege. Das Problem ist, man hat in dieser Szene so einen direkten Blick auf Alcatraz und zwar von links rüber. Ich weiß nicht, wo das gefilmt worden sein könnte. Ja, hier ist jetzt ein Hafen.
Ja, machen wir es kurz. Ich habe den Steg leider nicht mehr gefunden. Was ich allerdings gefunden habe, ist diese kleine Museumsmeile hier, die es hier am Wasser gibt. Da liegen so riesige ehemalige Kriegsschiffe, die man, wenn man denn möchte, auch besichtigen kann. Und es gibt von hier tatsächlich einen ziemlich guten Ausblick auf Alcatraz, genauso wie in der Serie. Die berühmte ehemalige Gefängnisinsel, die man inzwischen übrigens auch besuchen kann im Rahmen einer kleinen Bootstour. Also wenn ihr darauf Lust habt, könnt ihr das auch hier machen. Ich ziehe jetzt weiter zu meinem nächsten Drehort. Nur wenige Meter entfernt von der Fisherman's Wharf finden wir zwei weitere Szenen aus dem Full House Intro, die allerdings eher in den späteren Staffeln dazugekommen sind. Hier, mit Blick auf dieses wunderschöne Segelschiff da hinten, riecht Rebecca an ein paar wunderschönen Rosen. Und hier, direkt auf der gegenüberliegenden Seite vor dieser Fabrik da, spielt Jesse Gitarre. Und hier ist sie, unsere Rebecca steht in ihrem Rosengarten, was gar kein Rosengarten ist, sondern hier ist oberhalb dieses Hafenbeckens auf so einem kleinen Hügel ein wunderschöner kleiner Park mit ganz vielen tollen Bänken und Bäumen und Blümchen. Heute allerdings keinen Rosen, die sind offenbar verschwunden, aber ungefähr von hier wurde das gefilmt. Und was sehr auffällig ist, ist, schau mal da, das Schiff im Hintergrund. Das hat sich offenbar überhaupt nicht von der Stelle bewegt. Und das liegt daran, dass dieses Schiff die Balclutha ist. Ein in Schottland gebautes Schiff, und zwar im Jahre 1886. Das ist wirklich uralt. Und bereits seit 1954 liegt es hier im Hafen von San Francisco als Museumsschiff. Ist das nicht wunderbar? Es ist im Intro der Serie zu sehen, es ist noch in der Realität zu sehen und hoffen wir mal, dass es noch viele, viele, viele Jahre hier liegen bleiben wird. Und das hier ist der Gegenschuss der ganzen Szenerie. Hier sehen wir Jesse, wie er auf dieser Parkbank sitzt oder zumindest einem Vorgängermodell davon. Die Bank sieht nämlich ein kleines bisschen anders aus. Was wir aber in der Serie sehen und was wir auch heute sehen, ist dieses große Gebäude im Hintergrund, über dem Ghirardelli steht. Das ist die eben schon erwähnte Schokoladenfabrik hier im Hafenviertel von San Francisco. Ursprünglich mal die größte unabhängige Schokoladenmarke der USA. Seit 1998 ist das nicht mehr so. Seitdem gehört nämlich Ghirardelli zum Schweizer Unternehmen Lind und Sprüngli. Der nächste Drehort befindet sich auf dieser Straßenkreuzung hier. Da steigt nämlich die Familie Tanner aus der berühmten San Francisco Straßenbahn aus. Und direkt dahinter befindet sich noch ein weiterer wichtiger Drehort, eine ganz besondere Straße. Da stehen auch schon ziemlich viele Touristen. Ich zeig's euch mal aus der Nähe. Ja, fangen wir erstmal mit dieser Szene hier an. Das ist ein wunderbarer Ausblick auf den Hafen von San Francisco und auf Alcatraz, den wir hier haben. Den gibt es auch theoretisch noch in der Realität, schaut mal da. Allerdings ist hier alles ein kleines bisschen grüner geworden, deswegen können wir nicht direkt aufs Wasser gucken, so wie wir das noch damals in der Serie konnten. Was wir auch sehen ist, dass die Gebäude auf der rechten Seite alle noch da sind, genauso wie sie auch damals noch im Intro der Serie zu sehen waren. Nur die Gebäude auf der rechten Seite haben alle einen etwas anderen Anstrich bekommen. Die sehen heute ein kleines bisschen anders aus. Was auch noch da ist, ist die berühmte San Francisco Straßenbahn, die keine gewöhnliche Straßenbahn ist. Das hier sind die sogenannten Cable Cars, also eine Kabelstraßenbahn. Die läuft nicht so wie normale Straßenbahnen mit so einer elektrischen Oberleitung oder sowas. Nein, die werden von einem stetig durchlaufenden Seil gezogen. Das ist eine Technik, die wurde früher öfters mal eingesetzt, ist inzwischen aber nahezu komplett verschwunden, weil die elektrischen Straßenbahnen halt sehr viel schneller und effizienter und so weiter sind. Die historischen Cable Cars hier in San Francisco sind wirklich die letzten ihrer Art und zudem auch eine National Historic
Landmark, die sich aber hier im Alltag den ganzen Tag den Berg rauf und runter bewegen und natürlich bei Touristen super beliebt sind. Die Kamera schwenkt eins weiter. Hier sehen wir, dass auf der rechten Seite immer noch dieses Haus hier steht, was wir auch in der Serie sehen, wenngleich heute dort eine Baustelle ist. Irgendwas wird dort ganz offensichtlich renoviert. Ja, und genau hier auf dieser Kreuzung steigt dann die Tanner-Familie aus der historischen Kabelstraßenbahn aus und hoppala, wie es der Zufall will, fährt auch bei uns gerade eine wunderschöne historische Bahn durchs Bild. Es gibt hier aber noch ein kleines bisschen mehr zu entdecken, habe ich ja eben schon angedeutet. Direkt hinter dieser Kreuzung führt diese unfassbar geniale Straße runter. Guckt euch das mal an. Das ist die Lombard Street. Auf 145 Metern hat die 8 Kurven, die sich hier den Berg runterschlängeln, umgeben von wunderschönen Blumen. Der Grund, warum die so aussieht, ist, dass es hier mit einer Steigung von 27% den Berg runtergeht. Also hat man sich in den 20er Jahren gedacht, komm, wir machen mal hier so Kurven rein, dann schwächt das diese Steigung so ein kleines bisschen ab für die Autofahrer. Gesagt, getan, heute ist die Lombard Street weltberühmt und ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen. Und auch in der Popkultur spielt diese Straße immer mal wieder eine Rolle. Sie war in unzähligen Filmen zu sehen, wie zum Beispiel Herbie, ein toller Käfer. Da rast der Käfer diese Straße runter. Auch in Iswas Dog kommt diese Straße vor. Und darüber hinaus in unzähligen Videospielen, wie zum Beispiel bei GTA oder auch bei The Fast and the Furious. Und in der Serie Full House. Und zwar in dieser Szene, da fährt nämlich Danny Tanner mit seiner Tochter Michelle die Lombard Street runter. Nicht mit dem Auto, sondern mit dem Fahrrad. So sieht das in der Serie aus, so sieht es in der Realität aus. Wir sehen, auch wenn es damals schon in der Serie sehr grün hier war, heute sind noch mehr Pflanzen und Bäume und Blümchen an den Straßenrändern zu sehen. Ansonsten hat sich hier allerdings nicht besonders viel getan. Selbst dieses ikonische rote Pflaster der Lombard Street ist immer noch dasselbe wie damals, als die Serie gedreht worden ist. Zu einem der wichtigsten Drehorte aus Full House, vielleicht sogar dem wichtigsten Drehort überhaupt, dem Tanner House. Wie wir bereits gelernt haben, in dem Haus selbst wurde nichts gefilmt, das wurde alles in einem Studio aufgenommen. Die Außenfassade dieses Hauses, die existiert aber tatsächlich, nämlich hier in San Francisco, genau da. Und ich habe noch nie einen Drehort gesehen, der so ein großer Touri-Hotspot war. Ja, und das hier ist es, das berühmte Haus aus der Serie. Und mir fällt jetzt erstmal auf, wie doof das eigentlich ist. Wenn ihr euch nämlich mal an die Innenszenen erinnert, die ja nicht im Innern gefilmt worden sind, sondern in einem Studio. Da gibt es ja dieses unfassbar riesige Wohnzimmer und dann haben alle nochmal irgendwie eigene Zimmer und es gibt eine riesige Küche und keine Ahnung was. Das Haus ist von innen offenbar riesig. Und wenn wir uns jetzt mal dieses Haus hier in der Realität angucken, das ist wirklich ziemlich klein. Niemals, nie, niemals passt das alles, was wir in der Serie gesehen haben, in dieses kleine, winzige Mini-Haus rein. Gut, aber es muss ja auch nicht alles Sinn machen. Hauptsache, wir haben dieses Haus 180.000 Mal in den Überblendungen der Serie Full House gesehen. Es gibt nicht so wahnsinnig viel Informationen über dieses Haus. Es ist halt ein ganz klassisches Wohnhaus, was im viktorianischen Stil erbaut worden ist. Das ist ganz typisch für San Francisco. Ganz, ganz viele Häuser sehen hier so aus. Und wenn wir uns das Haus mal etwas genauer angucken, dann sehen wir, es hat sich ein kleines bisschen was am Anstrich getan. Die Tür war früher noch rot und auch die Garage, die war nicht so auffällig gepunktet, wie das heute hier der Fall ist. Die war ein bisschen schlichter. Und auch die Treppe hatte damals eine etwas andere Farbe. Die sah damals noch so backsteinmäßig aus. Die sieht heute auch ein bisschen anders aus. Und vor der Treppe finden wir heute ein kleines Türchen. Warum das so ist, da kommen wir gleich nochmal zu.
Die Bäume drumherum sind auch ein kleines bisschen größer geworden, also zumindest der Baum auf der linken Seite. Der Baum auf der rechten Seite, also rechts der Treppe, ist offenbar ein anderer als damals. Schaut mal hier, der sieht ein bisschen anders aus. Ich glaube, den hat man irgendwann mal ersetzt. Von dem linken Haus, was neben dem Tennerhaus steht, sehen wir heute gar nicht mehr so viel, weil der Baum davor ist. Das können wir gar nicht so genau erkennen. Aber wir sehen auf der rechten Seite, dass auch dieses Haus damals schon hier gestanden hat. Aber auch dieses Haus hatte damals eine etwas andere Fassade als heute. Wunderschön. Okay, also das Interessanteste an diesem Ort hier ist wirklich nicht das Haus an sich, sondern was um dieses Haus herum passiert. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Alle 2 Minuten fährt hier ein neuer, riesiger SUV in die Straße, hält mitten auf der Straße, hält den kompletten Verkehr auf, raus springt eine Gruppe von 7 bis 13 Leuten, die sich dann alle vor dieses Haus darstellen und einen riesigen Krach machen, die irgendwelche TikTok-Tänze aufführen, die sich halbnackt ausziehen, damit sie irgendwie geil aussehen auf Instagram, die ganze Zeit rumbrüllen. Alle 3 Minuten fährt hier ein neues Auto rein und dreht auf volle Lautstärke dieses Full House Intro, dieses Lied, was man da ja immer hört, auf voller Lautstärke auf. Und es wird am laufenden Band gebrüllt. Jetzt kam hier gerade so ein Pärchen noch her. Alter, jetzt hat sich da wieder so ein Pärchen zerstritten. Leute, was ist mit euch los? Die haben sich dann irgendwie da gestritten, weil sie irgendwie das perfekte Foto nicht hingekriegt haben oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Die liefen dann jetzt hier lang und sind dann getrennte Wege nach Hause gegangen. Ey, es ist eine absolute Katastrophe. Und das Schlimmste ist, vor diesem Haus steht ein großes Schild. Dies ist ein Privathaus. Bitte verhaltet euch respektvoll. Und genau das Gegenteil passiert. Ich mache diese Drehorttouren schon wirklich sehr, sehr lange und ich habe noch nie sowas an einem Drehort erlebt. Stellt euch mal vor, ihr wohnt in diesem Haus oder sei es nur in irgendeinem Haus an dieser Straße. Manchmal frage ich mich wirklich, warum entscheiden sich Leute, der dümmstmögliche Tourist zu sein? Aber inzwischen, wie ich sehe, ist die Straße wieder fast leer. Ah ne, da hinten stehen noch ein paar Leute rum. Wenigstens ist das Geschrei vorbei. Kommen wir zu unserem letzten Drehort für heute und das ist wahrscheinlich der Ort, den ich am allermeisten mit San Francisco verbinde, direkt nach der Golden Gate Bridge. Und das ist dieser wunderschöne grüne Park mit dieser wunderschönen Skyline hier, vor der die Tanner-Familie sitzt und ein Picknick veranstaltet. Ja, und diese Gebäude, die wir hier sehen, das sind die sogenannten Painted Ladies. Die werden so genannt, weil sie so schön bunt angemalt sind. Painted Ladies ist auch ein Synonym, ein Slangwort für Prostituierte. Und geprägt haben diesen Begriff für die wunderschönen Häuser die Autoren Elizabeth Pomada und Michael Larson in einem Buch. Erbaut wurde dieses Hausensemble im 19. Jahrhundert im Queen Anne-Stil. Das ist ein Mix aus britischen und amerikanischen Architekturelementen. Seinerzeit gab es in San Francisco einen regelrechten Bauboom wegen des Goldrauschs. Die Painted Ladies gehören auch zu den Häusern, die das schwere Erdbeben im Jahre 1906 überlebt haben. Das war eine der schlimmsten Naturkatastrophen der Vereinigten Staaten. Dabei wurden unzählige historische Häuser zerstört, viele aber später auch wieder aufgebaut und restauriert. Und zum Glück können wir auch heute hier weiterhin die Painted Ladies sehen. Heute im Jahr 2022 übrigens mit dieser beeindruckenden Wolkenkratzer-Skyline im Hintergrund, die wir übrigens auch in der Szene aus Full House sehen. Eine Sache, die ist auf jeden Fall ein kleines bisschen anders. Der Park, der in der Serie zu sehen ist, ist auf jeden Fall nicht so schön leer, wie es im Fernsehen aussieht. Das hier ist offenbar der absolute Hotspot Nummer 1, um den Abend ausklingen zu lassen. Und ich kann es auch verstehen, es ist einfach wunderschön hier. Freunde,
Ich bin zurück im Motel. Ich mache es mir jetzt hier so ein bisschen in meinem Schaukelstuhl gemütlich. Das war meine Drehorttour zu Full House, meine Städtereise durch San Francisco. Ich bin total geflasht und begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. San Francisco hat mir wahnsinnig gut gefallen. Richtig schöne Stadt, richtig tolle Architektur, wunderbar grün, freundliche Menschen, tolle Restaurants, richtig moderne Stadt. Also ich kann es nur empfehlen, hier meine Städtetour zu machen. Das war wunderschön und ein paar Eindrücke habt ihr jetzt in diesem Video hier bekommen. Und es hat mir auch wirklich sehr viel besser gefallen als Los Angeles. Ich bin total begeistert. Dummerweise, und das ist jetzt der Fail an der ganzen Sache, habe ich hier nur 2 Nächte gebucht und morgen geht es dann auch schon weiter. Dann geht es in einen mysteriösen Küstenort. Könnt ihr schon mal rätseln, was damit wohl gemeint sein könnte und welche Drehorttour uns beim nächsten Mal erwarten könnte. Aber ja, das verrate ich jetzt noch nicht. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall jetzt diesen Kanal abonnieren und die Glocke drücken. Dann verpasst ihr nämlich kein weiteres Video. Ihr könnt natürlich auch einen Daumen nach oben lassen, wenn euch dieses Video hier gefallen hat. Und wenn ihr meine Arbeit ein bisschen unterstützen wollt, dann unterstützt mich doch einfach bei Patreon oder werdet Kanalmitglied hier auf YouTube. Dann gibt es auch immer ein bisschen exklusive Inhalte. Zum Beispiel verrate ich euch die Adressen der Drehorte, die ich besucht habe und alles, was ihr sonst noch so wissen wollt. So, das war's jetzt aber für heute aus dem wunderschönen in San Francisco. Ich werde schweren Herzens abreisen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss und bis zur nächsten Reise.